Heute haben wir geplant, zeigen wir euch einen kleinen, ja, so einen Nachmittagsausflug, das man mit Kindern gut machen kann. Zu Anfang gehen wir ein bisschen auf den Spielplatz, den zeigen wir euch gleich im Anschluss. Danach wollen wir zu der Christo Hey, also die Jesus Christus Statue, die 14 Meter hohe. Und im Anschluss fahren wir mit der Seilbahn ein bisschen runter an den Strand und gehen da mal schön was essen. Also, nehmen wir euch mit und zeigen euch mal so einen typischen Nachmittagsausflug für die Familie. Schönes Programm, bleibe mit uns. Ja. Genau. So, fangen wir mal von ganz oben an hier. Da ist hier gerade die Boccia-Bahn und dann kämpfen wir uns bis nach hinten, ja, sag ich mal, bis zum Restaurant runter oder zum Kaffee. Dreh mal die Kamera um. So, da sieht man mal, Boccia wird hier nicht viel gespielt. Ja, aber da geht's dann los. Und guckt euch mal den, ja, den Park an. Der ist schön angelegt, wunderschön. Kann mir auch gut vorstellen, wenn man hier abends, wenn es ein bisschen, ja, sag ich mal, schon düstert und die Lampen angehen, schön romantisch Spaziergang machen und ein Bierchen zwischen bei Knospen, das wird alles bald blühen. Da blüht etwas rot. Hier sind noch ein paar Sportgeräte so. Ja, wirklich schön angelegt hier, muss ich sagen. Sieht gut aus. Ja, unser Kleiner ist da hinten irgendwo, gibt Vollgas gerade. Weil bei so einem Ausflügen machen wir es immer so, dass zuerst der Kleine Spaß hat und dann haben auch hoffentlich wir Spaß, weil der Kleine zufrieden ist. Hier, wo wir jetzt sind, in Garajau, das ist ja gerade in Santa Cruz in der Nähe, da wo der Flughafen ist. Guckt euch mal die an, wenn die jetzt noch blühen würden. Aber schon verblüht. Die blühen so wunderschön blau. Na, jedenfalls zurück zum Thema. Da, wo wir jetzt sind, da sind auch viele Hotels, das heißt, hier sind auch immer viele Touristen unterwegs. Und das bietet sich an, da gerade mal so Nachmittagsausflug zu machen. Muss man nicht weit gehen, sage ich mal, vom Hotel aus. Braucht kein Taxi. Und das sind eben die Christo Hey. Das ist ja eine Sehenswürdigkeit. Die muss man einfach gesehen haben, wenn man schon mal da ist. Ne? Sage ich zwar immer, aber wir gehen ja auch immer zu Orten, dass man wirklich mal gesehen haben muss. Cause I've been living life right, like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive or just breathing? Cause I've been living life right, like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying. Ab und zu mal habe ich gedacht, die klären wir mal über Madeira, also wo man aufpassen sollte, wo es vielleicht Abzockfallen gibt und so weiter und so fort. Und habe ich gedacht, machen wir uns mal schnell ran und klären mal auf. Drei Stück habe ich mal schnell, die wir auch schon selbst am eigenen Leib gespürt haben. Also da ist keiner von gefreit und ist ja gut, wenn wir da euch, sage ich mal, ja,
beschützen können, dass das nicht passiert. Zwar blödes Wort, aber fiel mir jetzt kein besseres ein. Und Falle Nummer 1 ist, wie überall in jedem Land, Taxi. Da gibt es eine Zentrale. Da haben wir gute Erfahrungen gemacht. Da schreibe ich per WhatsApp oder per SMS hin, von wo wir abfahren, wo wir unser Ziel ist. Und dann schickt er mir sofort den Preis, was das kosten würde. Dann kann ich akzeptieren oder ablehnen oder nachverhandeln. Das haben wir immer gemacht, damit sind wir top gefahren. Der Typ ist top. Ich kann ja mal ich mach mal den Link unten in die Kommentare rein, ne? Dann könnt ihr euch da, oder in die Beschreibung, sag ich mal. Ist keine Werbung, aber könnt ihr euch mal selbst ein Bild von machen. Also ich würde nur sowas empfehlen. Niemals irgendwo einsteigen, wo keine Preise stehen, das. Da weißt du von vornherein, die ziehen dich über den Nuckel. Ja? So, dann Nummer 2. Restaurant, ja. Das ist da, wo, also wenn man ins Restaurant geht und zum Beispiel bei den Getränken keine Preise hinterstehen. Viele gehen ja mal gern ins Restaurant, trinken eine Flasche Wein dazu oder Bier dazu oder Cocktail dazu. Ne? Ja. Und wenn die Essen da drin sind mit günstigeren Preisen, sag ich mal, 7, 8, 9 Euro, 10 Euro oder Prato di Gia, ne? Das ist der Tagesteller, der kostet meist wie viel so? Ungefähr 5 bis 7 Euro. 5 bis 7 Euro, so. Genau. Wir haben auch schon mal eingesehen, so für 4,60, ne? Da bei uns im Dorf, sag ich mal. Aber das sind halt auch kleinere Dörfer, da können sie ja nicht so eine hohen Preise verlangen. Ne? Ja. Zurück zum Thema. Und wenn da dann halt die Preise von den Getränken nicht stehen, dann gucken sie dich an. Wie siehst du aus? Ich habe natürlich blonde Haare, bin da immer sehr im Nachteil bei so einem Sachen. Ja. Kriege den saftigsten Preis, den sie gerade einfällt. Wollen sie manchmal für ein Bier 5 bis 8 Euro, manchmal 10 Euro. Da sage ich so. Aber eben. Bei so einer Situation, da muss euch nicht peinlich sein. Mir ist das sowieso nicht peinlich. Ich stehe auf, knall auf den Tisch. Der Umkreis von 150 Meter weiß genau, was jetzt los ist. Und im Nachhinein heißt es dann, oh, das war nur ein Fehler auf der Rechnung. Also ausbessern den Fehler, normalen Preis und dann kannst du wieder zurückkommen. Ja, mir ist das halt nicht peinlich bei so einen Sachen. Weil wenn mich einer über den Nuckel ziehen will, ne, dann kriegen das auch alle mit, die in der Nähe sind. Bei Erikos reagiert er sofort. Ja, das ist, ich bin ruckzuck von 0 auf 180, aber auch wieder ruckzuck von 180 auf 0. Ne? Also bin auch nicht nachträglich bei so Sachen. Aber ich merke sofort, wenn was nicht stimmt und spreche das dementsprechend auch an. So, denn eben Nummer 3 ist bei den ganzen Touren, die man macht. Man kann ja Safari-Touren machen, Jeep-Tour, Ausflüge, Levada-Touren und so weiter. Und die haben meistens Verträge mit verschiedenen Restaurants, sag ich mal, oder Snackbars, wo die dann mit den Touristen und Urlauber hinfahren, ne? Genau. Und da zahlt man eben meistens das Doppelte. Also würde ich empfehlen, schon vorher gegessen zu haben und nach der Tour irgendwo essen zu gehen oder eben zu sagen, ey komm, ich will einen fairen Preis und nicht da den Abzockpreis, den man da immer kriegt. Zum Beispiel ein Poncha würde niemals 4 Euro, 4,50 Euro kosten, der maximal wäre 2 Euro, 2,50 Euro. Aber da in Portugal ist normal, dass da bei so einen Touren die Leute, sag ich mal, die euch da hinfahren, Geld gewinnen wollen. Und die Leute natürlich das Restaurant betreiben, ne, die wollen auch ihr Geld gewinnen, also zahlen sie das Doppelte. Ja, ne? Kostet ja mal ein Poncho schnell 4,50 Euro, 5 Euro. Und ich würde das wieder nicht akzeptieren, nicht weil es mir nicht ums Geld geht, das geht nie ums Geld. Mir geht es einfach ums Prinzip, alle Menschen sollten gleich behandelt werden, ist egal, ob die Touristen sind oder ob sie Einheimische sind oder weiß ich oder wo. Nationalität. Oder Nationalität oder so ein Scheiß, das gibt es in meiner Denkweise nicht. Jeder Mensch ist gleich und sollte gleich behandelt werden. Und dann sollte auch jeder den gleichen Preis zahlen. Ganz einfach. Da gibt es bei mir keine Diskussion. Und jeder, der mit mir da schon mal zu tun hatte, der weiß das im Nachhinein. Fertig mit dem Spielplatz. Alle ausgetobt. Alle fühlen sich wieder jung. Wollen wir jetzt zum Christo, hey, zu der Jesus-Statue. Und wir laufen, wie gesagt, und nehmen euch ein Stück mit. Wir treffen uns, wenn wir da sind. Ist wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Ich meine, auf der Kamera wird das jetzt nicht so groß rüberkommen, aber er ist schon 14 Meter hoch
und wurde 1927 gebaut oder fertiggestellt. Ein paar kleine Informationen. Oh, die Klippen dazu noch dazu. Aber ist das sowieso aus im Moment ist die vor der Barriere, oder? Hm. Ist eine Baustelle im Moment? Ja, weil man sieht oben am Kopf. Ja, ist kaputt. Ist ein bisschen kaputt und haben sie jetzt ringsrum ja, für Baustellen, sage ich mal, geschlossen. Für Sicherheit. Für die Sicherheit, ne? Nicht, dass da was vom Kopf runterfällt. Da sieht man es mal ein bisschen. Ja. Ganz genau, ne? Aber schon mal, man sagt ja, ein schöner Rücken kann entzücken, hä? Oh, und die Klippen dazu. Wartet mal, Leute, ich schwenk rum. Das kann man sich gar nicht ausdenken. Das kann man sich nicht ausdenken, was hier ja, im Kopf mit der Optik passiert. Guckt euch mal das klare Wasser an da unten. Dieses Türkise, denn diese Klippen dazu. Aus Vulkan, Gestein, geformt, alles. Leute, diese Aussicht ist nur live. Live kann sehen. Life is life. Ich versuche alles so gut wie möglich rüberzukriegen, damit ihr euch eine halbe Vorstellung macht. Aber wenn ihr da seid, kommt zu Christo, hey, guckt euch das an und gönnt euch diese Aussicht. Boah, ist das krass. Ich gehe mal rüber auf die andere Seite. Da sieht man mal den Hafen von Funchal, wo auch die ganzen Boote oder diese Kreuzfahrtschiffe anlegen da. Ich zeige es euch mal, ich weiß nicht, ob man das sieht. Da ist eben so ein kleiner Balken, der sieht aus wie so ein Balken. Und wenn jetzt hier größere Feste sind, zum Beispiel das Blumenfest oder auch Weihnachten, Silvester, da sind da mal 5, 6 Kreuzfahrtschiffe und da kommen einfach mal 20.000, 30.000 Leute von den Schiffen, stürmen die Stadt. Also da sollte man frühzeitig kommen und sich einen Platz suchen. Eine große Feuerwerke. Ja, Silvester ist wirklich sehr berühmt da und Weihnachten. Ne? Die Beleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung und so weiter. Funchal-Feuerwerk ist sehr bekannt in Europa. Ich glaube sogar, das Feuerwerk ist weltweit eins der größten und wurde mal im Guinness-Buch, ich muss mal da mal raussuchen, steht auf jeden Fall im Guinness-Buch der Rekorde. Oh, jetzt kommt ein Bus, ein großer, ein Touri-Bus. Wollen wir mal schnell die Zeit noch genießen, die wir jetzt alleine sind gerade. Wir gehen mal den Wanderweg runter. Wow, beeindruckend. Sieht man mal von vorne, hä? So schön. Ja, wie in Brasilien, in Rio. Ein bisschen mehr klein, aber... Weißt du, wie groß der in Rio ist? Nein, ich weiß nicht, aber viel mehr groß, auf jeden Fall. Ja, ja, der ist schon größer, aber beeindruckend. Schon krass. Der Weg ist ein bisschen steil, jetzt zu laufen. Ein paar Stufen. Aber ich sage mal, bis zum Christo, hey, da kann man auch hingehen, wenn man eine Behinderung hat oder mit dem Rollstuhl, da ist alles vernünftig eben ausgepflastert, das heißt, da gibt es keine Stufen und das ist für jeden, ja, sag ich mal, zugänglich. Und das ist das Gute. Unglaublich. Ihr habt vom Weg aus immer links und rechts so kleine, sag ich mal, wie Balkone, wo man die Aussicht ein bisschen genießen kann. Viele, die hier hochkommen, stöhnen, das heißt, der Weg ist wohl zurück. Ja, härter als wir jetzt denken, wenn wir runtergehen. Das meine ich. Hier kann man so auf so einen kleinen Balkon gehen und diese atemberaubende Aussicht genießen. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought. 1, 2, 3. Okay. Jetzt gehen wir in die Gondel rein, hä? Sicher, das ist wirklich sicher? Klar, sicher, oder? Da sagt man, da ist eröffnet, geöffnet von 10 bis 20 Uhr. Eben, wir haben jetzt bezahlt pro Person 3 Euro und ja, der Kleine 2 Euro, ne? Ja. Aber wir können eben damit hoch und runter fahren, wie wir wollen. Oh mein Gott. Oh, jetzt geht's aber runter hier. Oh mein Gott. Das ist aber ganz geil, oder Leute? Mega schön, Leute. Wow. Mm-hmm.
knirscht jetzt nicht den. Oha! Ja, den wollte ich da verstehen. Ja. Welcome to Paradise! So, sind wir angekommen hier unten. Schöner Strand. Da fährt die Gondel wieder hoch. Ja. Tschüss. Wow. Schon Atemraum. Da auch wieder die Farben von den Felsen. Ne? Das ist ja alles mal Lava gewesen. Magma, das sind alles verschiedene Schichten. Die Insel ist ja aus einem Vulkan entstanden. Und da sieht man in jeder Spalte von den Steinen überall. Ne? Ja. Ja, dann suchen wir uns ein Plätzchen und dann stürmen wir uns rein in die Fluten. Da ist wie so ein kleiner Weg da hinten. Weiß nicht, ob es man. Doch, sieht man auf der Kamera. Und da sind viele Leute im Wasser, die schnorcheln, tauchen. Ja, aber hier oben ist auch gleich eine Taucherstation. Und ich gehe auch gleich mal rein und guck mal, was man da Schönes findet. Aber das kann ich euch nicht zeigen. Ich habe keine wasserdichte Kamera dabei. Ja, machen wir uns langsam fertig fürs Wasser. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. So Freunde, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir mit diesen wunderschönen Eindrücken da von der Insel. Ja, ich übergebe das Wort meiner Frau. Bleibe mit uns und nicht verpasse das nächste Video. Ganz genau. Mittwoch wieder Garten, nächsten Samstag wieder ein richtig schöner Ausflug, ein richtig schöner Strand wieder, den wir euch zeigen. Da haben wir schon was ganz Geiles ausgeguckt. Also, abonniert den Kanal, damit ihr das nicht verpasst, aktiviert die Glocke und dann bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, lasst eure Like. Lasst euer Like da, genau. Ciao. Ciao. They're not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.